Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir. Es ist Samstagabend, die Family ist irgendwo im Haus verstreut. Wir hatten auch heute schon Besuch, ne? Christian hatte ja diese Woche Geburtstag. Und jetzt ist es einigermaßen ruhig, Besuch schon weg und ich nutze die Zeit, um euch weiter vorzulesen. Letzten Samstag haben wir ja ein neues Buch angefangen und zwar das Buch Laura. Aufbruch in eine neue Welt. Wir sind ja immer noch bei Janet Oak, die christliche Autorin, und zwar bei den Frauenbüchern. Also in jedem Buch geht es um das Leben, Schicksal einer Frau. Und wir haben jetzt das Buch Laura angefangen und letztes Mal haben wir die wichtigsten Personen in dem Buch schon mal ein bisschen kennengelernt. Es geht, wie man nicht schwer erkennen kann, um Laura. Laura ist ein junges Mädchen, so alt ungefähr wie Isabel, und sie hat leider eine Gehbehinderung. Ich nehme mal an, heutzutage würde man das schon längst korrigiert haben, irgendwie behandelt. Damals gab es natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber dadurch, dass sie ja eben gehbehindert ist, ne, sie humpelt, warum auch immer, hat sie nicht wirklich zu damaliger Zeit große Chancen, selbst irgendwie sich einen Ehemann zu finden und ja, irgendwie ihr Leben gut zu gestalten. Außerdem kommt jetzt auch noch dazu, dass ihre Eltern gestorben sind. Ihr Vater hat dann irgendwann mal geheiratet, nachdem die Mama gestorben ist. Und die Frau jetzt, ne, will auf einmal neu heiraten, nachdem der Vater gestorben ist. Laura muss sehr viel arbeiten, weil die Madame, so muss sie ja die Frau ihres Vaters nennen, ihre Stiefmutter sich dafür zu fein ist und ihre Geschwister, ja, dementsprechend auch, und außerdem sind die noch zu jung. Sie hat nämlich 3 Halbgeschwister und jetzt hat sie eine Anzeige gesehen, ne, so ein Plakat in der Stadt, auf dem es steht, dass in Amerika, im Wilden Westen, Männer gibt's, die gerne auch eben eine Familie gründen würden, eine Partnerin suchen und dass man sich so quasi verschiffen lassen kann als Braut auf Bestellung. Sie ist natürlich da noch sehr skeptisch und kann sich für sich das noch gar nicht vorstellen. Und dann haben wir einen Donegan kennengelernt, das ist ein junger Mann, ein junger Rancher, Farmer, wie auch immer, der gerade ja seine Farm zum Aufblühen bringt, aber einsam ist. Und er hat auch erfahren, dass man sich eine Braut, eine Frau, Partnerin bestellen kann. Aber noch ist er nicht angetan von der Idee. Naja, und wie es weitergeht, lese ich euch jetzt vor und wünsche euch dabei viel Spaß. Ich habe gehört, dass Mama sagte, du würdest Mr. Withers nicht kennen, weil du nie zu Hause bist, wenn er sie besucht, sagte Bridget, nachdem sie sich zu Bett gelegt hatten. Laura nickte schweigend. Aber weißt du, was ich glaube? Fuhr das jüngere Mädchen fort. Ich glaube, Mama will nicht, dass du ihn kennenlernst. Laura bewegte sich unruhig. Oder Mama will nicht, dass er dich kennenlernt. Ich weiß nicht so genau, fuhr das Mädchen offen fort. »Was meinst du damit?«, fragte Laura. »Nun, entweder hat Mama Angst, er könnte dich für hübsch halten, oder...« Laura konnte nicht glauben, was das Mädchen sagte, doch Bridget fuhr schnell fort. »Mama ist immer eifersüchtig auf dich gewesen, weißt du? Papa hat oft gesagt, du würdest genauso aussehen wie deine Mama. Und nun, das gefiel meiner Mama überhaupt nicht. Sie hatte Angst, er würde dich vorziehen.« »Das ist doch lächerlich«, unterbrach Laura sie schnell. »Das sagst du vielleicht, aber es stimmt«, beharrte Bridget. Und dann fügte sie hinzu, ohne sich bewusst zu sein, wie sehr ihre Worte ihre Schwester verletzten. »Aber natürlich schämt sie sich auch wegen deiner Behinderung. Sie hat immer Angst, jemand könnte dich für ihr Kind halten, und sie will keinen Krüppel. Sie scheint zu befürchten, die Männer könnten denken, mit ihr stimme etwas nicht, dass sie vielleicht einem anderen Kind das Leben schenken könnte, das in
in noch schlimmeren Zustand ist. Ich denke, das ist der wirkliche Grund, warum sie es immer so eingerichtet hat, dass Mr. Withers nie die Gelegenheit hatte, dich kennenzulernen. Ich habe selbst gehört, wie sie gesagt hat, wir sind zu viert. Ich habe 3 Kinder. Und sie stellt uns vor, als wären wir die Einzigen, die in diesem Haus leben. Stille. Laura, bist du eingeschlafen, während ich geredet habe? Fragte Bridget in die Dunkelheit hinein. Nein, kam die leise Antwort. Warum antwortest du nicht? Hakte Bridget nach. Was soll ich sagen? Erwiderte Laura. Es sah tatsächlich so aus, als seien alle Zukunftspläne geschmiedet worden, ohne sie zu berücksichtigen. Wenn wir umziehen, begann Bridget, doch Laura unterbrach sie. Ja, wenn ihr umzieht, stieß sie hervor. Verstehst du denn nicht, Bridget? Es ist nicht geplant, dass ich mitkomme. Bridget richtete sich neben ihr in der Dunkelheit auf. Laura hörte, wie sie scharf die Luft einzog und war sicher, dass das jüngere Mädchen die Situation vorher nicht richtig eingeschätzt hatte. »Ohne dich werde ich nicht gehen«, erklärte Bridget und legte ihre Hand auf den Arm ihrer Halbschwester. »Ich tue es nicht.« Sie wurde immer lauter und Laura befürchtete, ihre Stiefmutter, die unmittelbar hinter der dünnen Mauer schlief, könnte sie hören. »Scht«, warnte sie. »Nein, ich gehe nicht mit.« »Scht«, wiederholte Laura und legte ihrer jüngeren Schwester die Hand auf die Schulter. »Was wirst du tun?«, fragte Bridget schließlich schluchzend. »Ich habe doch meine Arbeit«, versicherte Laura mit weit mehr Zuversicht, als sie empfand. »Aber wo wirst du wohnen?« Das war eine Frage, die Laura nicht beantworten konnte, doch sie versuchte, ihre Stimme unter Kontrolle zu halten, als sie scheinbar unbesorgt antwortete. »Das wird sich zeigen. Es gibt genug Möglichkeiten.« Doch noch während sie es aussprach, wusste sie, dass sie sich von ihrem lächerlichen Verdienst kein Zimmer würde leisten können. »Wann ist denn die Hochzeit?« fragte sie. »Mamas? Ende des Monats. Wir werden bis dahin hier wohnen bleiben. Ich hörte, wie Mr. Withers und Mama über alles gesprochen haben. Am Tag der Hochzeit wird er eine Kutsche schicken, die unsere Sachen abholt.« Aber Laura wollte nichts mehr davon hören. »Wir müssen jetzt schlafen«, sagte sie dem jüngeren Mädchen. »Ich bin heute Morgen zu spät zur Arbeit gekommen und ich möchte morgen nicht wieder zu spät sein. Ich muss zeitig aufstehen, um das Frühstück zu machen.« Bridget antwortete nicht. Laura tätschelte ihr den Arm, um ihr zu zeigen, dass sie nicht böse auf sie war. Dann rollte sie sich auf ihrer Seite zusammen und versuchte, den so dringend benötigten Schlaf zu bekommen. Die Minuten verstrichen. Bridget bewegte sich in der Dunkelheit. »Laura«, flüsterte sie schließlich, »ich habe es ernst gemeint. Ich will nicht ohne dich gehen.« »Du wirst keine Wahl haben«, erwiderte Laura, ohne sich umzudrehen. »Madame gibt die Befehle.« Bridgets gleichmäßiges Atmen sagte Laura, dass das jüngere Mädchen eingeschlafen war. Doch das war Laura nicht vergönnt. Ihre Gedanken ließen sie nicht zur Ruhe kommen. »Was soll ich tun? Was soll ich tun?« fragte sie sich immer wieder. Auf einmal erinnerte sie sich wieder an den Aushang, den sie am Morgen gesehen hatte. »Wenn ich 2 gesunde Beine hätte, würde ich nicht eine Minute mehr zögern«, wagte sie zu denken. »Sicherlich kann es mir in Amerika nicht schlechter ergehen als hier.« Doch noch während sie diese Gedanken hegte, war sie nicht sicher, ob das stimmte. Vielleicht war es dort ja doch noch schlimmer. Wenigstens hatte sie hier Bridget, Charles und den verwöhnten Edmund. Wenigstens hatte sie ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett in der Nacht. Trotz ihrer quälenden Gedanken wurde sie schließlich vom Schlaf übermannt. Nur zu bald dämmerte der Morgen und Laura stand widerwillig aus dem warmen Bett auf, um das Feuer im Kamin anzuzünden und Frühstück zu machen. Sie war gerade mitten in den Vorbereitungen, als sich die Tür öffnete und Madame erschien. Sie war in einen anscheinend neuen warmen Morgenmantel gehüllt, war ungeschminkt und hatte den Kopf voller Lockenwickler. »Du fragst dich sicher, was aus dir werden soll?« begann sie ohne Vorrede. »Dir bleiben 2 Möglichkeiten. Ich möchte dir deine Zukunft nicht diktieren. Immerhin bist du nicht mein Kind. Und ich bin auch nicht verantwortlich für dich«, hing unausgesprochen, doch unmissverständlich in der Luft. »Wenn du mit uns aufs Land kommen möchtest«, fuhr sie fort, »so bin ich sicher, dass wir für dich eine Arbeit als Mitglied unseres Hauspersonals finden werden. Du bist in der Küche ja recht brauchbar. Mr. Withers wird sicher bereit sein, ein Dienstmädchen zu beherbergen.« Diese Worte gingen Laura durch und durch, doch sie schwieg. »Wenn du in London bleiben möchtest, so hast du ja deine Arbeit.
Zweifellos wird der Bäcker dir gestatten, weiter für ihn zu arbeiten. Laura schwieg immer noch und rührte einfach nur mit dem schweren Holzlöffel in dem Porridge. Die Frau gähnte. So, sagte sie, als hätte sie sich nun alle ihre Verpflichtungen entledigt. Es liegt also an dir. Dann drehte sie sich um und ging zur Tür. Heute Morgen bin ich besonders müde, sagte sie beim Hinausgehen. Ich werde zum Frühstück nicht herunterkommen. Charles soll mit Tee und Porridge in mein Zimmer bringen. Laura rührte weiter und blickte tief in den Porridge-Topf, als suchte sie dort die Antwort auf ihr Problem. Als sie an dem Aushang vorbeikam, verlangsamten sich ihre Schritte, doch sie hatte nicht die Absicht, stehen zu bleiben. Sie kannte den Inhalt sowieso schon auswendig. Ihr Blick hing an den Worten, während sie langsam vorbeiging. Dann zögerte sie. Stand irgendwo, bis wann man sich entscheiden musste? Sie blieb gerade so lang stehen, dass sie den Text noch einmal überfliegen konnte, um zu sehen, ob ein Datum angegeben war. Sie konnte keins entdecken. Gerade als sie weitergehen wollten, trat ihr ein Mann in den Weg. Überrascht blieb Laura stehen. »Begleiten Sie uns auf unser Abenteuer?« fragte er sie mit einem Akzent, den Laura nicht identifizieren konnte. »Von welchem Abenteuer sprechen Sie?« erwiderte Laura zögernd. »Die Reise nach Amerika natürlich, Miss. Genau wie es dort auf dem Aushang steht. Eine wundervolle Gelegenheit. Wundervoll. Und es sind nur noch wenige Plätze frei. Wenn Sie mitkommen möchten, müssen Sie...« »Nein«, sagte Laura und schüttelte nervös den Kopf. »Nein, ich möchte nicht mit.« Der Mann trat vor sie, nahm ihr Kinn in die Hand und drehte ihr Gesicht so, dass das Licht der Laterne darauf fiel. Laura geriet in Panik. »Es ist eine Schande«, sagte er offen. »Ein so hübsches Gesicht wäre in Amerika sicher willkommen.« Laura entwand sich ihm und er schien ihre Verärgerung zu spüren. »Entschuldigen Sie, Miss«, sagte er, doch seine Worte und sein Tonfall widersprachen sich. »Ich wollte Sie nicht beleidigen, ich wollte mir Ihr Gesicht nur genauer ansehen.« Laura trat zurück. Ihr irischer Temperament kühlte sich schnell ab. »Ich dachte, Sie seien vielleicht interessiert«, fuhr der Mann fort, als wolle er sich noch weiter entschuldigen. Das ist alles. Und wenn es so wäre? Laura hatte die Frage gestellt, noch bevor ihr klar war, was sie da sagte. Wenn es so wäre, dann kommen Sie in mein Büro und wir sprechen darüber. Ich bin gehbehindert, brach es mit neu aufflackerndem Zorn aus ihr heraus. Kein Mann, nicht einmal in Amerika, würde eine lahme Frau zur Braut nehmen, und das ist die Wahrheit. Doch der Mann schien ihre wütenden Worte nicht zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen betrachtete er ihr gerötetes Gesicht und ihre funkelnden Augen und ein Lächeln machte sich auf seinem Gesicht breit. »Kommen Sie doch eine Minute herein, dann können wir...« »Ich bin ein Krüppel«, schleuderte sie ihm entgegen und wollte an ihm vorbeigehen. »Sehen Sie selbst hier«, rief sie über ihre Schulter zurück. Und sie begann davon zu humpeln, wobei sie ihre Gehbehinderung übertrieb, um den Mann zu überzeugen. »Und was bedeutet das schon?« rief der Mann ihr hinterher. »In Amerika können Menschen anders sein. Wir sind alle behindert, auf die eine oder andere Weise.« Laura wirbelte herum, um ihm ihre Meinung zu sagen, doch sie sah, dass er sie nicht verspottete. Sein Gesicht wirkte ernst. Er hatte ihr seine Hand entgegengestreckt. Ihre Wut verflog. Sie blieb stehen und atmete tief durch. »Und wann läuft dieses Schiff aus?« fragte sie beinahe flüsternd. »In 14 Tagen«, antwortete er. Laura hielt den Atem an. »Ich habe bereits 19 junge Frauen wie Sie gefunden, die sich für diese Reise gemeldet haben. Ich brauche noch 2 weitere, um die Anfragen zu decken, die ich aus Amerika bekommen habe«, fuhr der Mann fort. »19? 19. Laura konnte kaum glauben, dass 19 junge Damen ihre Zukunft bereits in die Hände dieses Mannes gelegt hatten. Ob dieses kleine, stämmige Mädchen mit Namen Irma wohl auch dazu gehörte? »Aber ich«, begann Laura, »was ist der Grund für Ihr Zögern?« fragte der Mann. »Ich weiß doch nichts über...« Er unterbrach sie. »Wenn Sie sich Gedanken machen über den Mann, den Sie bei Ihrer Ankunft in Amerika heiraten werden, so kann ich Ihnen versichern, dass alle Bewerber genauestens überprüft und ausgewählt wurden. Alle sind gesetzestreue, pflichtbewusste Bürger, in ihrer Gemeinschaft anerkannt und sehr wohl in der Lage, eine Frau zu versorgen.« Laura schüttelte wieder den Kopf. »Und wenn Sie Angst haben, wegen Ihrer kleinen Behinderung zurückgewiesen zu werden, dann tun Sie den Männern in Amerika großes Unrecht«, fuhr er fort.
Sie sind sehr einfühlsam, Miss, das kann ich sehen. Der wahre Mensch zeigt sich an seinen inneren Qualitäten. In Amerika sind wir durchaus bereit, über den äußeren Menschen hinwegzusehen. Laura bemerkte, dass sein Blick auf ihrem Gesicht ruhte. Ihm schien zu gefallen, was er sah. Sie fragte sich einen Augenblick lang, ob er wohl die Wahrheit sagte. Sah er wirklich über die äußere Erscheinung hinweg? »Ich komme zu spät zur Arbeit«, sagte sie nervös. »Wenn Sie sich noch in die Liste eintragen möchten, ich halte den Platz bis morgen früh für Sie frei. Wenn Sie morgen vorbeikommen, kann ich mich an den Papierkrieg begeben und wir sollten noch in der Lage sein, Sie nach Amerika zu bringen.« Laura war vollkommen verwirrt. Er bot ihr die Gelegenheit, das Land zu verlassen. Er sagte, ihre Behinderung wäre ohne Bedeutung. Er bot ihr einen Ausweg aus den dunklen, kalten Straßen Londons an. Er befreite sie von der Sklaverei bei ihrer eigenen Verwandtschaft. Sie schluckte, dann nickte sie schweigend. »Morgen früh?« fragte der Mann. »Morgen«, stimmte Laura zu, drehte sich um und eilte die Straße entlang. Auch heute Morgen würde sie wieder zu spät sein. Der Bäcker würde wütend sein und Laura konnte sich gegen seine Wut nicht zur Wehr setzen. Sie konnte sich nur auf die Lippen beißen und ihre Widerworte hinunterschlucken. Sie musste es tun, weil sie sonst ihre Arbeit und damit ihre wenigen Pennies verlieren würde. Abgemacht, das neue Kapitel. Auf dem Weg in die Stadt ließ Donegan dem Rappen seinen Willen. Wallaces Bericht hatte ihn seltsam aufgefühlt. Der Mann schien wirklich überzeugt davon zu sein, dass er sich einfach so eine Frau bestellen konnte. Von wo denn überhaupt? Und was für ein Mensch würde sie sein? So etwas Törichtes hatte Donegan noch nie gehört. Man heiratete, nachdem man eine Frau, die man kannte, umworben hatte. Man suchte sich eine aus, die einem gefiel, und dann warb man um sie. Donegan wusste nicht viel über Frauen, das musste er zugeben. Doch so viel wusste er. Keine Frau, die etwas auf sich hielt, würde sich wie ein Artikel aus einem Katalog bestellen lassen. Und kein Mann, der etwas auf sich hielt, würde sich eine Frau bestellen wie einen neuen Pflug. Aber Wallace hatte es ernst gemeint. Er verkaufte bereits sein Vieh, um das Geld zu beschaffen. Dieser Spaß war schon etwas zu weit gegangen, das war Donegans Meinung. War den Leuten, die damit begonnen hatten, denn nicht klar, dass ein Mann, der einsam war, manchmal nicht mehr in der Lage war, klar zu denken? Donegan hoffte, bei der Klärung der Angelegenheit seine Wut im Zaum halten zu können. Es war grausam, einen Mann in Wallaces Lage so auszunutzen. Donegan wusste Bescheid. Empfand nicht er auch den Schmerz der Einsamkeit? Er wusste, wie es war, wenn man niemanden hatte, mit dem man seine Träume, sein Heim teilen konnte. Ein Mann war fast zu allem fähig innerhalb vernünftiger Grenzen, um die große schmerzende Leere in seinem Leben zu füllen. Und hier draußen, Kilometer von der Zivilisation entfernt, gab es einfach nur ganz wenige Frauen, die man umwerben konnte. Falls tatsächlich mal eine auftauchte, so hatte sie alle Männer der Umgebung zur Auswahl und suchte sich normalerweise den mit dem meisten Geld aus. Donegan wusste, dass einige der jüngeren Männer in die Stadt fuhren, um sich eine Frau zu suchen. Das war möglich, wenn der Mann oder sein Vater genug Leute hatte, die seine Ranch während seiner Abwesenheit versorgten. Bei Donegan war das anders. Er war allein. Er hatte keine Leute, die ihm bei der Farmarbeit oder der Aussaat halfen. Er konnte nicht einfach in die nächste Stadt reisen, um sich eine Frau zu suchen. Wallace war in derselben Situation. Donegan konnte dem Mann keine Vorwürfe machen, dass er verzweifelt war. Aber bestimmt war keine Frau besser als die falsche Frau, dachte Donegan. Und wenn es tatsächlich stimmte, dass man sich eine kommen lassen konnte, war es dann nicht möglich, ja sogar wahrscheinlich, die falsche zu bekommen? Donegan schüttelte den Kopf und drückte dem Pferd leichte Absätze in die Flanken. Der Schwarze reagierte nur zu gern und wirbelte Staubwolken auf, als seine Hufe über die Landstraße hinweg donnerten. In dieser düsteren Stimmung trat Donegan Lukas Stein gegenüber. Er hatte nach ihm gefragt und erfahren, dass der Mann in seinem Büro im Hotel arbeitete. Donegan schüttelte so gut es ging den Staub von seinen Kleidern und klopfte an. Sein Klopfen wurde mit einem brummigen »Herein« beantwortet. Doch als der Mann Donegan vor sich stehen sah, verschwand sein missmütiges Gesichtsausdruck. »Harrison«, begrüßte er ihn, »komm herein!« Der Stimmungswechsel war Donegan nicht entgangen. Er betrachtete den Mann zwar nicht als besonderen Freund, doch sie kamen gut miteinander aus. »Wie geht's, Lukas?« fragte er und hoffte, dass seine Stimme seine Verärgerung nicht verriet.
Setz dich, forderte Lukas ihn auf und deutete auf einen mit dunklen Leder bezogenen Stuhl. Donegan brauchte nicht ernst Zaumzeug oder andere Sachen vorzuräumen wie bei Wallace. Lukas' Büro war sehr ordentlich. Donegan setzte sich auf den Stuhl und fragte sich, ob er zuerst ein wenig mit Lukas plaudern oder sofort mit seinem Anliegen herausplatzen sollte. Lukas half ihm bei der Entscheidung. »Was macht das Land?« Donegan ließ sich nur zu gerne auf dieses Thema ein. Er erinnerte sich an den Morgenritt und seine Freude beim Anblick des reifenden Korns. Er dachte an seine Herden und konnte das Funkeln in seinen Augen und die Freude in seiner Stimme nicht unterdrücken. Es dauerte eine Weile, bis Lukas all die üblichen Fragen gestellt und Donegans begeisterte Antworten entgegengenommen hatte. Von Zeit zu Zeit wünsche ich mir, ich hätte mich auch der Landwirtschaft zugewendet, sagte Lukas, und Donegan hatte den Eindruck, dass er es ernst meinte. Es wäre sehr viel erfreulicher, Kälber und Fohlen zu züchten, als meine Zeit damit zu verbringen, diese elenden Zahlenreihen zusammenzuzählen. Angewidert deutete Lukas auf die Blätter, die vor ihm lagen. Nun, als Farmer, vor allem wenn er allein ist wie ich, muss auch Zahlen addieren, wenn er seine Angelegenheiten in Ordnung halten muss, versicherte Donegan ihm. Wieder dachte er an den Grund seines Hierseins. Ja, ich schätze schon, gab Lukas zu. Es wäre alles sehr viel besser, wenn man nicht dauernd versuchen müsste, die Bücher in Ordnung zu bringen. Er seufzte. Es entstand eine Pause und Donegan hielt es für angebracht, jetzt anzusprechen, was er auf dem Herzen hatte. Ich war eben bei Wallace, sagte er, während er Lukas sehr genau beobachtete. Er ist ziemlich damit beschäftigt, Geld zu beschaffen. Hat mir angeboten, einige seiner Säue zu kaufen. Lukas nickte, doch sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Er scheint zu glauben, dass das nun... Er scheint dem Missverständnis erlegen zu sein, er könnte sich eine Frau bestellen, beendete Donegan schnell den Satz. Der Mann spielte mit dem Stift, den er in den Händen hielt. Er blickte Donegan offen an. Das ist kein Missverständnis, sagte er gelassen. Donegan spürte, wie sein Pulsschlag sich beschleunigte. Nur mühsam konnte er seine Verärgerung unter Kontrolle halten. Er hat dich so verstanden, dass er nur das Geld für die Überfahrt zu besorgen braucht und dann eine Frau bekommt, fuhr er fort. Lukas senkte den Blick und betrachtete seinen Stift. Hat er dir die Zeitung nicht gezeigt? Fragte er ruhig. Welche Zeitung? Die Zeitung mit der Annonce. Donegan erinnerte sich, dass Wallace eine Zeitung erwähnt hatte, doch in seiner Aufregung hatte er sie ihm nicht gezeigt und auch nichts von einer Annonce erzählt. Nein, schüttelte er den Kopf. »Hier ist das. Es steht in der Zeitung«, fuhr Lukas fort. »Dann hat sich aber jemand einen wirklich üblen Scherz erlaubt«, erklärte Donegan hitzig. »Kein Scherz. Ich habe alles genauestens überprüft. Es ist alles vollkommen korrekt und legal«, erklärte Lukas ruhig und rollte den Stift hin und her. »Einen Augenblick«, meinte Donegan und beugte sich leicht vor. »Willst du mir sagen, in der Zeitung stünde, man könnte sich einfach eine Frau bestellen, genau wie Wallace mir erzählt hat?« Lukas nickte. »So ungefähr«, erwiderte er. Donegan schlug sich mit der Hand aufs Knie, so dass eine Staubwolke aufstieg und sich auf die makellos sauberen Möbelstücke senkte. Er entschuldigte sich nicht, obwohl es ihm leid tat. »Hast du dir auch eine bestellt? Wie eine Ware?« Der Gedanke war unglaublich. »Jetzt hör aber auf, Harrison«, sagte Lukas, und zum ersten Mal waren seine Augen nicht ausdruckslos. »Es ist nicht so, wie du sagst.« »Wie ist das denn?«, fragte Donegan mit hochrotem Kopf. Lukas legte seinen Stift beiseite und beugte sich vor. »Hier im Grenzgebiet kann es ziemlich einsam werden.« Er sprach langsam, so als wolle er einem Kind etwas erklären. Donegan saß unruhig auf seinem Stuhl. Sein Gesicht zeigte Abscheu und Verärgerung. »Wir brauchen Frauen. Aber woher bekommen wir eine? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir steht nicht der Sinn danach, in die Stadt zu reisen und mir eine dieser angemalten Tanzmädchen zu holen. Ich möchte eine richtige Frau, eine, die meinen Kindern eine liebevolle Mutter sein wird, eine, die mein Leben mit mir teilt, nicht eine, die ein wenig flirtet und dann mit dem nächstbesten Kerl, der des Weges kommt, davonläuft.« »Und woher willst du wissen?«, begann Donegan. »Woher kann man das jemals wissen?«, unterbrach ihn Lukas.
Lukas gab die Antwort auf seine unausgesprochene Frage. Wie konnte man jemals im Vorfeld wissen, ob eine Ehe funktionieren würde? Ob sie beiden Partnern Glück und Zufriedenheit bescheren würde? Donegan atmete tief durch und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. Einen Augenblick lang saßen die beiden Männer schweigend einander gegenüber und musterten sich kühl. Dann stellte Donegan seine letzte Frage. Und die Frauen? Was ist mit ihnen? Lukas richtete sich auf seinem Stuhl auf und blickte Donegan offen an. Sie kommen größtenteils, weil sie arm sind. Bei einigen ist es Abenteuerlust. Oder weil sie ihre Lebensumstände verbessern wollen. Und wir wollen uns nichts vormachen. Einige von ihnen hoffen, einen reichen Mann zu heiraten. Aber niemand zwingt sie zu der ganzen Sache. Sie kommen freiwillig, aus freien Stücken. Du sagst, sie kommen, einfach so, als wäre das schon häufiger vorgekommen, beobachtete Donegan. Es ist nichts Neues, falls du das denkst. Viele junge Frauen und auch einige ältere sind bereits nach Amerika gekommen, als Ehefrauen für die vielen Männer, die sonst keine haben würden. Und das funktioniert? Donegans Erstaunen über diese unerhörte Methode, sich eine Frau zu nehmen, war aus seiner Stimme herauszuhören. Sehr gut sogar, in vielen Fällen. Ich habe das selbst nachgeprüft. Donegan hätte das nicht überraschen dürfen. Lukas war kein Mann, der sich blindlings in ein Abenteuer stürzte. Donegan straffte seine breite Schultern und trommelte nervös mit den Fingern seiner rechten Hand auf sein Bein. Er schüttelte langsam den Kopf, doch das wütende Funkeln war aus seinen Augen verschwunden. »Ich weiß nicht«, sagte er schließlich, »er scheint mir irgendwie nicht richtig zu sein.« »Urteile nicht vorschnell oder zu hart«, sagte der Mann hinter dem Schreibtisch und nahm seinen Stift wieder zur Hand. »Es ist die Angelegenheit zweier Menschen, die beide ihre Bedürfnisse haben und sich der Lebensumstände bedienen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.« »Das ist wirklich deine Meinung?«, fragte Donegan. »Ja, das ist meine Meinung«, versicherte ihm der ältere Mann. »Ich kann hier sitzen und warten, bis ich ein alter Mann bin und niemals eine Familie bekomme, oder?« Er ließ den Satz unbeendet. Langsam erhob sich Donegan und richtete sich zu seiner vollen Größe auf. Er hob seinen Hut vom Boden auf und drehte ihn verlegen in den Händen. »Dann bist du also der Meinung, Wallace hätte recht damit, sich eine Frau zu besorgen?« begann Donegan. Lukas nickte. »Er hat das Recht auf ein bisschen Glück«, antwortete er gleichmütig. »Aber sein Haus ist...« »Ich weiß«, sagte Lukas, »vielleicht macht sie ein bisschen sauber.« »Aber es ist nicht angemessen«, begann Donegan. Wieder unterbrach ihn der Mann. Donegan fragte sich langsam, ob er eigentlich auch nur einen Satz zu Ende gesprochen hatte, seit er diesen Raum betreten hatte. »Sie geben sich große Mühe, dass Mann und Frau zueinander passen«, erklärte Lukas schnell. »Natürlich gibt es keine Garantie dafür, aber sie versuchen es. Und wenn ein Mann besondere Wünsche hat, kann er sie nennen, wenn er seinen Antrag stellt.« Donegan stand immer noch reglos vor dem Schreibtisch. Einen kurzen Augenblick lang war er versucht zu fragen, was für eine Frau Lukas angefordert habe. Doch er schluckte die Frage hinunter. Es ging ihn wirklich nichts an. Stattdessen nickte er nur und setzte den Hut wieder auf. »Nun«, sagte er ehrlich, »mir gefällt das alles immer noch nicht, aber du hast mich trotzdem beruhigt. Wenn Wallace...« »Donegan«, unterbrach ihn der ältere Mann leise und vertraulich, »du bist doch noch ein junger Mann und hast noch viele Jahre vor dir. Du kannst heiraten, wenn dir das richtige Mädchen begegnet, aber in dieser Stadt gibt es nicht viele Mädchen. Ich weiß das, und du weißt das auch. Auf der anderen Seite könntest du auch glücklich werden, wenn...« Er brach ab und spielte wieder mit dem Stift. Dann blickte er Donegan direkt in die Augen. »Wallace und ich ergreifen eben jetzt die Initiative. Es wird nicht mehr viele Gelegenheiten geben.« Er brach ab und warf den Stift wieder auf den Schreibtisch. Dann rutschte er unruhig auf seinem Lederstuhl hin und her. »Auch für dich könnte es nicht so viele Gelegenheiten geben, wie du vielleicht denkst.« Er senkte seine Stimme und Donegan musste sich anstrengen, ihn zu verstehen. »Ich weiß zufällig, dass noch nicht alle Frauen auf dem Schiff jemandem versprochen sind. Noch nicht.« »Wenn du klug wärst, würdest du darüber nachdenken. Es kostet nur das Geld für die Überfahrt und eine kleine Gebühr für den Vermittler.« »Vermittler? So wird das also genannt.« Donegan zuckte zusammen. »Ich glaube nicht«, begann er. »Das wird ein langer, kalter Winter«, bemerkte Lukas und blickte Donegan kühl an. »Wenn du deine Meinung noch ändern solltest, dann komm zu mir.
Du könntest vielleicht die Antwort auf das Gebet einer einsamen Frau sein. Donegan drehte sich um und verließ den Raum. Die Antwort auf das Gebet einer Frau. Wirklich, was für eine selbstgerechte Umschreibung für das Eingreifen in das Leben eines Menschen. Diesmal ging er nicht in den Speisesaal des Hotels, um sich eine deftige Mahlzeit zu bestellen, wie sonst immer, wenn er in der Stadt war. Er war zu aufgebracht. Stattdessen ging er zur Bank, um das Geld für die beiden Schweine abzuheben. Er stopfte das Geld in die Tasche und ging zu seinem Pferd. Als er den Schwarzen bestieg, brütete er immer noch vor sich hin. Er wendete das Pferd und machte sich auf den Heimweg. Das Pferd wollte galoppieren, das spürte er, und er ließ ihm seinen Willen. Der Wind im Gesicht würde ihm gut tun und ihm vielleicht helfen, seine Gedanken zu ordnen. Schließlich zügelte er den Hengst und ließ ihn in einem flotten Trab verfallen. »Wir sind noch früh genug zu Hause«, sagte er zu dem Pferd. »Brauchst dich nicht so zu beeilen.« Jetzt wünschte er, er hätte doch in der Stadt gegessen. Er war hungrig und er hasste den Gedanken, die Bratpfanne herauszuholen, wenn er nach Hause kam. Er hatte das gepückelte Schweinefleisch und die gebackenen Bohnen entsetzlich über. Auch die harten Kekse und den abgestandenen Kaffee mochte er nicht mehr. Vielleicht war er auch krank, er wusste es nicht. Er hielt bei Wallace an, um ihm das Geld zu geben. Der Mann grinste breit, als er die Kaffeekanne auf den Ofen zurückstellte und die Dollars in seine Tasche stopfte. »Jetzt habe ich alles zusammen«, sagte er und entblößte die Lücke zwischen seinen Schneidezähnen. »Morgen werde ich als erstes in die Stadt bringen.« Donegan fragte sich, was für eine Frau Wallace sich wohl bestellt hatte. »Wann soll ich die Schweine abholen?«, fragte er, um diesen nagenden Gedanken abzuschütten. »Ich bring sie dir rüber. Wann willst du sie haben?«, fragte Wallace immer noch lächelnd. Donegan konnte es kaum erwarten, nach Hause zu reiten, doch er antwortete so gleichmütig wie möglich. »Der Stall für die Schweine ist noch nicht fertig. Ich kann aber morgen daran arbeiten. In ein oder zwei Tagen ist es bestimmt soweit.« »Dann bringe ich sie am Freitag rüber. Ich sehe zu, dass ich morgen in die Stadt komme und mich um alles kümmere. Dann brauche ich am Freitag nicht zu gehen.« Noch nie hatte Donegan Wallace so aufgeregt erlebt. »Denk nur«, sagte Wallace, während er sorgfältig sein Geld zählt, »sie wird im Herbst mit dem Schiff kommen. Es läuft nächste Woche aus, wenn ich mich recht entsinne. Hast du eine Ahnung, wenn du bekommst?« Donegan wusste nicht, ob er seine Frage richtig formuliert hatte, doch er spürte, dass Wallace nur zu gern über seine Pläne sprechen wollte. »Sicher«, erwiderte Wallace mit einem breiten Grinsen. »Sicher, hab ihren Namen und alle Einzelheiten hier.« Er zog ein zerknittertes Blatt aus seinem Hemdtasche und breitete es auf den Tisch aus. »Sie heißt Risa. Hübscher Name, meinst du nicht?« »Risa. Ihren Nachnamen kann ich nicht lesen.« Einen Augenblick lang wunderte sich Donegan, woher der Mann, der nicht lesen konnte, wusste, dass sie Risa hieß. Aber vielleicht hat man ihm gesagt, wie sie hieß. Wallace reichte das Blatt Donegan hinüber. »Sie selbst«, sagte er. Donegan warf einen Blick darauf. Ihr Name war tatsächlich Risa. Dort stand auch ihr Nachname, aber Wallace hatte recht gehabt, er war tatsächlich schwer zu entziffern. Donegan machte gar nicht erst den Versuch, ihn auszusprechen. »Groß, 1,80, blondes Haar, blaue Augen, angenehme Erscheinung, mag Kinder, gute Haushälterin, ausgezeichnete Köchin, kann nähen, arbeitet gern im Garten, mag Tiere.« Hier endete die Beschreibung, und als Donegan die letzten Worte gelesen hatte, blickte er den strahlenden Mann vor sich an. »Hört sich gut an, nicht?«, fragte Wallace. Donegan konnte nur nicken. Das schien alles zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht, dachte er, vielleicht war sie zu gut, um wirklich zu existieren. Vielleicht waren alle Beschreibungen der zukünftigen Ehefrau so positiv. Doch Donegan sprach die Fragen, die sich ihm aufdrängten, nicht aus. Er wollte die Freude seines Freundes nicht dämpfen. »Klingt wirklich gut«, wiederholte er, faltete das Blatt zusammen und reichte es Wallace. Wallace lächelte noch immer. Donegan ließ seinen Blick noch einmal durch den Raum gleiten. »Ganz bestimmt würde Risa sich nicht langweilen.« Er schüttelte den Kopf und ging zur Tür. »Bis Freitag«, rief er über die Schulter hinweg. Er wollte gerade durch die Tür treten, als Wallace ihn zurückrief. Er drehte sich um. Der ältere Mann kam in wenigen Schritten auf ihn zu. »Falls«, begann er, »falls du deinen Namen auf diese Liste setzen möchtest und im Augenblick gerade nicht flüssig bist, helfe ich dir gern aus.« Donegan war erstaunt. Wallace hatte ihm gerade zwei Schweine verkauft, um das Geld aufzubringen, und trotzdem bot er seinem Nachbarn an, ihm zu helfen.
Danke, danke, Wallace, brachte er mühsam heraus. Ich denke, ich konnte das Geld schon aufbringen, falls... Dann solltest du wirklich darüber nachdenken, meinte der andere. So eine Gelegenheit kommt nicht alle Tage. Donegan nickte und ging zur Tür hinaus. Er nahm dem Pferd den Sattel ab, rieb er trocken in trocken und gab ihm genügend Wasser, Heu und Hafer, bevor er ins Haus ging, um sich selbst ein schnelles Abendessen zu bereiten. Bisher hatte es ihm immer Freude gemacht, sich etwas zu kochen, doch an diesem Abend klapperte er lustlos mit den Pfannen und stampfte in der Küche umher. Das Feuer war ausgegangen und er hatte keine Lust, es neu anzufachen. Schließlich aß er einige trockene Kekse und kalte Bohnen. Es schmeckte wie Sägemehl. Er zündete die Lampe an und nahm eine alte Zeitung zur Hand, die auf dem Boden neben seinem Stuhl lag. Er wünschte, er hätte daran gedacht, in der Stadt eine neuere Ausgabe zu kaufen. Diese hier hatte er schon unzählige Male durchgelesen. Entnervt warf er sie in die Ecke. Er machte noch einen kurzen Spaziergang über die Farm und hoffte, dass der klare Himmel und die funkelnden Sterne ihn beruhigen würden. Doch es funktionierte nicht. Tatsache war, dass er mehr und mehr erkannte, wie einsam sein Leben geworden war. Vielleicht hatte die anderen recht. Vielleicht war es gar nicht so verkehrt, sich auf diese Weise eine Braut zu besorgen. War es wirklich sehr viel anders, als wenn man eine Frau kennenlernte und sie dann davon zu überzeugen versuchte, dass man der Richtige für sie war? Konnte man wirklich herausfinden, wie ein Mensch wirklich war, bevor man mit ihm lebte? Steckten nicht auch Frauen, die lange umworben worden waren, voller Überraschungen, schönen und manchmal auch nicht so schön? Donegan ging zu Bett. Unruhig warf er sich hin und her. Kurz vor dem Morgengrauen schluckte er endlich seinen Stolz hinunter und traf eine Entscheidung. Bei Tagesanbruch würde er den Hengst satteln und in die Stadt reiten. Er würde das Geld für die Überfahrt abheben, die Papiere unterschreiben und auf das Schiff warten, das Ende September eintreffen. Nie mehr zurück. Laura stand an Deck der Bird Lily und beobachtete, wie das Land, das sie mehr als ein Dutzend Jahre lang ihre Heimat genannt hatte, langsam ihren Blick entschwand. Sie hatte gedacht, sie würde sich freuen, es hinter sich zu lassen, doch so war es nicht. Am liebsten hätte sie das Schiff verlassen und wäre zu dem zurückgekehrt, was sie kannte. Während Laura beobachtete, wie die Küste im Morgennebel verschwand, überdachte sie zum unzähligen Mal die Ereignisse der vergangenen Tage. Der Bäcker, den sie nur ärgerlich und ungeduldig kannte, der nur über sie geschimpft, sie zu Eile angetrieben und gefordert hatte, dass sie mehr verkaufen solle, hatte ihr auf einmal geschmeichelt. »Wenn du mehr Geld haben willst, dann werde ich es dir geben«, hatte er erklärt. Laura hatte kaum fassen können, was sie da hörte. Sie hatte nur langsam den Kopf geschüttelt. »Es ist alles arrangiert«, sagte sie fest. »Ich kann meine Meinung jetzt nicht mehr ändern.« Und Madame, von der Laura gedacht hatte, dass sie erleichtert sein würde, dass das Mädchen ihr nicht mehr länger zur Last fiel, hatte ihr Vorwürfe gemacht und gejammert. Offensichtlich hatte die Frau wirklich erwartet, ihre Stieftochter würde damit einverstanden sein, in dem neuen Haus auf dem Land als Dienstmädchen zu arbeiten. »Was soll ich jetzt tun?« jammerte Madame unablässig. »Ich kann kein eigenes Dienstmädchen in die Ehe mit einbringen. Woher soll ich wissen, dass die anderen mich angemessen empfangen werden? Wie soll ich wissen, ob sie meine Anordnungen so befolgen, wie ich das wünsche?« Dann hatte sie sich an Laura gewendet. »Du bist wirklich undankbar«, hatte sie ihr vorgeworfen. Tränen waren ihr dabei in die Augen gestiegen. »All die Jahre, in denen ich dir ein Heim und ein Dach über dem Kopf gegeben habe, und du dankst es mir so. Wie kannst du nur? Du bist das unvernünftigste und wertloseste Geschöpf, das mir je begegnet ist.« Diese letzten Worte hatte sie förmlich ausgespuckt. Zitternd hatte das zarte Mädchen vor ihr gestanden. Nur Bridget war ehrlich traurig gewesen, dass Laura sie verlassen wollte. »Ich werde dich schrecklich vermissen«, hatte sie unter Tränen gesagt. »Und ich dich«, hatte Laura erwidert und das Mädchen in die Arme genommen. Tränen waren ihre Wangen hinuntergelaufen und auf das Haar des jüngeren Kindes gefallen. »Wirst du mir schreiben?«, fragte Bridget. »Sobald ich eine Adresse habe, die ich dir schicken kann«, hatte Laura versprochen. Bridget hatte sich von ihr gelöst und Laura schockiert angesehen. »Du meinst, du weißt nicht einmal, wohin du fährst?«, hatte sie flüsternd gefragt. Laura hatte den Kopf geschüttelt. »Ich habe mich zu spät gemeldet«, gestand sie.
Es war keine Zeit mehr, einen Mann für mich zu finden. Aber Mr. Jenks hat gesagt, ich solle mir keine Gedanken machen. Er wird das regeln, sobald wir angekommen sind. Bridges Gesicht hatte immer noch einen erstaunten Ausdruck gezeigt, als Laura sie ein letztes Mal in den Arm genommen hatte. »Pass auf dich auf«, hatte Laura gemurmelt. Bridget hatte mit dem Kopf genickt, sich Tränen fortgewischt und verschwörerisch gemurmelt. »Wenn ich groß bin, komme ich auch nach Amerika.« Laura hatte sich von ihr gelöst und sie angesehen. »Das tue ich wirklich«, hatte Bridget heftig erklärt. Laura hatte Bridget nochmals umarmt. »Ich warte auf dich, ganz bestimmt«, hatte sie dem Mädchen zugeflüstert. »Hier bist du also«, Irma unterbrach Lauras Gedankengänge. Widerstrebend drehte sie sich zu ihrer neuen Freundin um und lächelte sie zögernd an. »Beobachtest du immer noch das gute alte England?«, fragte Irma neckend. Laura schüttelte den Kopf. »Außer Nebel ist nichts zu sehen«, erwiderte sie und bemühte sich verzweifelt, das Zittern in ihrer Stimme zu überspielen. »Komm, wir feiern ein Fest«, lud Irma sie ein. »Ein Fest? Was?« »Ja, wirklich ein Fest. Wir haben uns alle unten in einem kleinen Raum zusammengefunden und Mr. Jenks serviert Wein und Käse.« Laura wäre lieber hier oben an Deck geblieben und hätte sich die salzige Meeresluft um die Nase wehen lassen, doch sie folgte dem anderen Mädchen. Sie war mehr als erfreut gewesen, vor dem Auslaufen des Schiffes Peggy und die robuste Irma plaudernd und lachend an der Pier stehen zu sehen. Offensichtlich freuten sich die beiden auf das bevorstehende Abenteuer. Laura und Irma fühlten sich sogleich zueinander hingezogen, und sie war froh, dass sie ihre Kabine mit Peggy, Irma und zwei anderen Mädchen mit Namen Nona und Beatrice teilte. Die Kabine war überfüllt, das stimmte, doch Laura freute sich über die Gesellschaft. Nun ließ sie sich von Irma an die Hand nehmen und über die rutschigen Planken des Schiffes führen. Sie gingen eine Treppe hinunter, bogen in einen schmalen Gang ein, der zu einem weiteren Gang führte, eine zweite Treppe hinunter, wieder ein Gang, 5 Stufen hoch und dann wieder nach rechts. Laura wurde schon ganz schwindelig. »Wo um alles in der Welt führst du mich hin?«, fragte sie atemlos. »Dies ist eine besondere Gelegenheit«, lachte Irma. »Mr. Jenks hat einen gesonderten Raum für uns reserviert. Normalerweise nehmen wir unsere Mahlzeiten woanders ein.« »Das hoffe ich doch sehr«, erwiderte Laura. »Ich würde den Raum bestimmt nicht wiederfinden.« Irma lachte. »Du wirst dich an das Schiff gewöhnen«, versprach sie. »Sie sind alle irgendwie gleich.« Laura war erstaunt. »Bist du denn schon mal auf einem Schiff gefahren?«, fragte sie das Mädchen, und die sie immer noch mit sich fortzehrte. »Mein Vater war Kapitän«, erwiderte Irma. »Manchmal hat er uns auf eine Reise mitgenommen. Ich glaube, er konnte es nicht ertragen, so lange von Mama getrennt zu sein.« »Das muss aufregend gewesen sein«, keuchte Laura. »Das stimmt. Es war aufregend. Als ich klein war, habe ich das Meer geliebt.« Sie senkte plötzlich die Stimme und auch ihr Verhalten änderte sich. »Und dann hasste ich es«, erklärte sie. Laura starrte sie mit aufgerissenen Augen an. »Es hat mir meinen Vater genommen«, sagte das Mädchen mit ausdrucksloser Stimme. »Das tut mir leid«, erwiderte Laura leise. Gelächter ertönten aus einem Raum am Ende des Ganges. Der Weg zur Festgesellschaft war nun leicht zu finden. Der ganze Raum schien von wirbelnden Röcken und dröhnendem Gelächter erfüllt zu sein. Mr. Jenks und einige Kellner waren die einzigen anwesenden Herren. Laura blickte sich in verwirrtem Schweigen um. Das waren also die Frauen, die sich von dem Aushang angesprochen gefühlt hatten. Sehr viele Frauen. Große, kleine, üppige, dünne, dunkle, blonde, junge und überraschenderweise auch einige etwas ältere. Sie waren nicht alle hübsch, sie waren nicht alle gut angezogen, sie waren nicht alle besonders gepflegt, aber sie schienen alle bester Laune zu sein. Peggy löste sich von einer Gruppe lachender Frauen, winkte den beiden Mädchen zu, die noch in der Tür standen, um die Szene in sich aufzunehmen, und rief laut, »Kommt her, feiert mit!« Laura wollte sich zurückhalten, doch Irma zog sie mit sich. »Komm schon, wir wollen uns den anderen anschließen.« Jemand drückte Laura ein Glas mit irgendeiner Flüssigkeit in die Hand. Vorsichtig probierte sie, mochte es aber nicht, darum hielt sie das Glas einfach nur in der Hand und versuchte nicht zu verloren zu winken. »Ich dachte, Mr. Jenks hätte etwas von 20 Mädchen erzählt«, flüsterte sie immer zu. 20 aus England? Die anderen 20 kommen vom Kontinent.« »Vom Kontinent?«
Du meine Güte, rief Laura. Viele der amerikanischen Männer stammen vom Kontinent, erklärte Irma. Sie wollen Frauen aus ihrem Heimatland. Das ist nur vernünftig. Laura nickte. Vermutlich war es so. Sie hatte kaum Zeit, darüber nachzudenken, als ein Toast ausgebracht wurde. Auf Amerika, rief eine der Frauen und hob ihr Glas. Weitere Toasts wurden ausgebracht. Die Stimmung wurde immer ausgelassener. Auf die Männer, rief eine andere. Auf ihren Wohlstand, kicherte ein drittes Mädchen. Sie hatte einen Schluck auf und ihr Toast wurde vom begeisterten Zurufen so laut begleitet, dass Laura kaum denken konnte. Mr. Jenks trat vor. Laura fragte sich, ob er die Absicht habe, die Dinge in die Hand zu nehmen, bevor sie ihm vollends entglitten. »Meine Damen«, rief er, »meine Damen«. Er musste mehrmals rufen, bevor die Frauen ihm zuhörten. »Meine Damen, ich wünschte, ich könnte Sie bitten, Platz zu nehmen«, lächelte er. »Aber wie Sie sehen können, gibt es hier keine Stühle.« »Kein Problem«, rief Peggy, schwenkte ihr Glas und ließ sich auf den mit Teppich ausgelegten Boden fallen. Ihre Röcke bauschten sich um sie herum. Kichernd folgten die anderen Frauen ihrem Beispiel und setzten sich zwanglos auf den Boden. Laura starrte sie schockiert an. Sie hielt ihr Glas so fest und klammert, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Nie hatte sie ein so ungestimmtes Verhalten erlebt. »Meine Damen«, sagte Mr. Jenks wieder, »ich weiß, Sie sind alle sehr aufgeregt wegen dieses neuen Abenteuers. Und es ist auch tatsächlich sehr aufregend. Ich wünsche Ihnen allen nur das Allerbeste für Ihr neues Leben in einem neuen Heim mit einem neuen...« Er brach ab, zog eine Augenbraue in die Höhe und lächelte sie an. »Ehemann«, beendete er den Satz, der laute Beifallsbezeugungen zur Folge hatte. Wieder musste Mr. Jenks warten, bis die Aufruhr abgeerbt war. »Wir werden eine ganze Zeit lang auf diesem Schiff bleiben müssen. Meine Kabine liegt im Unterdeck. Sie ist leicht zu finden, denn ich habe mit großen Buchstaben meinen Namen daran geschrieben. Während der Reise möchte ich mich mit jeder von Ihnen noch einmal ausführlich unterhalten, um die letzten Einzelheiten abzuklären. Viele von Ihnen wissen bereits Näheres über den Mann, den Sie heiraten werden, aber einige...« Mr. Jenks war gezwungen, erneut zu warten, weil der Lärm wieder losbrach. Einige Mädchen holten ihre Papiere aus den Taschen, Armbändern und Miedern und schwenkten sie in der Luft. Laura sah, wie ein Mädchen seine Röcke hob und ein Blatt aus seinem Strumpf zog. Als wieder Ruhe eingetreten war, fuhr Mr. Jenks fort. »Sie alle werden einzeln zu mir kommen müssen. Ich werde eine Liste mit Ihrem Namen und dem Datum und der Uhrzeit aushängen, wann ich Sie erwarte. Bitte versuchen Sie, den Termin einzuhalten. Die Raumverteilung ist ja bereits erfolgt. Ich weiß, dass die Kabinen überfüllt sind, aber...« Er brach ab und lächelte. »Sie haben prima Zimmergenossinnen. Wir werden tun, was wir können, um Ihnen die Reise so angenehm wie möglich zu machen. Jetzt muss ich meinen Pflichten nachkommen, wenn Sie mich bitte entschuldigen wollen. Aber bitte bleiben Sie, solange Sie wollen. Die Herren hier werden Sie gern bedienen und zu Ihren Kabinen zurückbringen, falls Sie Hilfe brauchen.« Noch einmal ließ er einen Blick über die Gruppe schweifen. »Einen guten Tag«, wünschte er ihnen. Mr. Jenks verbeugte sich und verließ unter den Beifallsbekundungen der Damen den Raum. Laura sah sich um. Viele der Frauen saßen immer noch auf dem Boden. Einige kugelten sich ausgelassen auf dem Boden herum und ihre Röcke rutschten dabei hoch, doch das schien ihnen wenig auszumachen. Laura fühlte sich elend. War das die Art von Mädchen, die sich an einen Mann in Amerika verkaufte? »Was habe ich nun getan?« Sie wurde blass und rief nach Irmas Hand. »Ich würde gerne in die Kabine gehen«, brachte sie flüsternd heraus. »Könntest du mir den Weg zeigen?« Irma blickte sie an und riss ihre Augen auf. »Bist du krank?«, fragte sie besorgt. »Ich glaube schon«, erwiderte Laura. Irma nahm Lauras noch volle Glas aus der Hand und stellte es auf den Tisch. Noch bevor Laura sich umdrehen konnte, nahm es sich ein anderes Mädchen und trank es leer. Sanft führte Irma Laura zu ihrer Kabine. Sie ging so langsam, dass Laura gut mitkommen konnte. »Da sind wir schon«, sagte Irma, als sie die Kabinentür mit dem Schlüssel, den sie aus ihrem Mieder zog, öffnete. »Du legst dich jetzt hin, Kleine, und ruhst dich ein wenig aus. Für dich ist es ungewohnt, auf dem Meer zu sein. Ich bin damit aufgewachsen. Mir hat es nie etwas ausgemacht.« »Es ist nicht das Meer«, erwiderte Laura, bevor sie noch wusste, was sie da sagte. Irma blickte sie besorgt an. »Etwas anderes? Hast du eine Krankheit, die du verschwiegen hast?«
Alle Mädchen waren eingehend über ihren Gesundheitszustand befragt worden. Ich bin gesund, wirklich. Es war nur, weißt du, ich bin so unflätiges Benehmen nicht gewohnt. Ach, das, meinte Irma achselnzuckend. Es war, oh, Irma, wird ein solches Verhalten von uns erwartet? Urteile nicht so streng, sagte Irma fest. Es ist, nun, die Frauen überspielen mit ihrem Benehmen nur ihre eigentlichen Gefühle. Laura starrte sie sprachlos an. Irma streckte Laura die Hand hin, um ihr in ihre Keue zu helfen. Sie lag dicht unter der Kabinendecke. Laura fühlte sich eingeengt und hatte das Gefühl, dort nicht genügend Luft zu bekommen. Doch sie bemühte sich darum, ihre angeschlagenen Nerven zu beruhigen. Irma setzte sich auf die untere Keue und betrachtete ihre Hände in ihrem Schoß, bevor sie den Blick hob und Laura ansah. »Wir kommen vielleicht nicht aus den besten Kreisen«, begann Irma. »Doch wenigstens wissen wir endlich, wo wir hingehören. Jetzt, naja, jetzt wird alles anders werden, neu und ziemlich angsteinflößend. Für alle von uns. Oh, wir wissen, wo wir hinfahren. Wir kennen den Namen einer uns unbekannten Stadt. Wir wissen, ob wir einen Farmer, einen Rancher oder einen Hotelbesitzer heiraten werden.« Sie brach ab und zuckte die Achseln. »Man hat uns ein Stück Papier mit einem Namen draufgegeben. Vielleicht ein paar Informationen. Größe, Gewicht, Alter, Haarfarbe. Vielleicht nicht einmal das. Aber was wissen wir wirklich? Ist er launisch? Ist er gesund? Wird er unerhöhte Forderungen an uns stellen? Seine Fäuste gebrauchen? Zu viel trinken?« Laura zog scharf die Luft ein. So schreckliche Möglichkeiten hatte sie noch gar nicht in Erwägung gezogen. »Aber Mr. Jenks hat gesagt«, begann sie. »Mr. Jenks will Profit machen«, erinnerte Irma sie. Das Schweigen hing schwer im Raum, während Laura über diese Bemerkung nachdachte. Wenn es schon vorher Elend zumuten gewesen war, dann ging es ihr jetzt umso schlechter. Sie rollte sich auf die Seite und legte die Hände vors Gesicht. »Ich will dir keine Angst einjagen, Liebes«, fuhr Irma schnell fort, »aber wir alle müssen uns den Tatsachen stellen.« Laura begann leise zu schluchzen. Ihre schmalen Schultern zitterten unter der verschließenden grauen Decke. Irma stand auf und ging zu dem Mädchen hinüber. »Warum hast du dich gemeldet?«, fragte sie leise. »Weil Madame, meine Stiefmutter, wieder heiratet. Sie wollte mich nicht mehr, das dachte ich zumindest. Es stellte sich heraus, dass sie mich doch mitnehmen wollte, hätte mich als Trausmädchen behalten. Ach, ich hätte es machen sollen, ich hätte zu Hause bleiben sollen«, schluchzte Laura. »Aber du hattest es doch dort nicht gut, nicht wahr?« »Nein, es war nicht gut«, gestehte Laura. »Dann hast du das Richtige getan. Der Mann, den du heiratest, ist vielleicht genau der Mann, den du dir erträumt hast.« »Ich habe mir aber doch gar keinen Mann erträumt«, schluchzte Laura. »Dann bist du wirklich ein seltsames Mädchen«, erwiderte Irma kopfschüttelnd. »Madame sagte immer, kein Mann würde mich zur Frau haben wollen wegen meiner Behinderung«, erklärte Laura und wischte sich die Tränen fort. »So ein Blödsinn«, explodierte Irma. »Deine Behinderung ist doch kaum zu bemerken. Und mit deinem hübschen Gesicht, ich habe schon gesehen, wie die Matrosen sich nach dir umgedreht haben.« Laura glaubte nicht, was Irma ihr erzählte. Sie tat es mit einem Achselzucken ab und versuchte, sich aufzusetzen, wobei sie sich den Kopf an der Deckenplanken der Kabine stieß. »Warum hast du unterschrieben?«, fragte Laura und rieb sich den Kopf. »Habe ich dir ja schon erzählt. Mein Vater ist auf See geblieben. Es gab ein Durcheinander mit unserem Geld. Wir mussten feststellen, dass wir außer ihm auch noch alles andere verloren hatten. Mama konnte das alles nicht ertragen. Nun, sie gab einfach auf. Ich habe auch sie verloren. Ich war allein. Und Peggy, ich habe sie bei der Arbeit kennengelernt. Sie hat mich gewissermaßen dazu überredet. Und da bin ich.« Sie zuckte die Achseln. »Peggy hat eben«, begann Laura, überlegte es sich dann aber schnell anders. Sie wollte Irmas Freundin nicht kritisieren. »Sie ist betrunken«, erklärte Irma. »Ich glaube nicht, dass sie Alkohol gewöhnt ist, und sie hat es einfach ein bisschen übertrieben. Sie kommt schon wieder zu sich.« Laura nickte. »Die Wahrheit ist, sie trinken sich alle ein bisschen Mut an«, fuhr Irma fort. »Mut?«, fragte Laura. »Oh, ich weiß, sie riskieren eine dicke Lippe, schwenken ihre Gläser und jollen.
Aber es gibt nicht eine einzige unter ihnen, die nicht schrecklich nervös ist in Bezug auf das, was sie erwartet. Glaub mir. Laura nickte langsam. Sie verstand allmählich. So, ihr Lieben, an dieser Stelle mache ich für heute Schluss. Das Kapitel ist zu Ende und das Neue lese ich euch dann beim nächsten Mal weiter. Für heute reicht es, sonst wird das Video wieder viel zu lang. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. So spielt das Leben, dass Laura mehr oder weniger tatsächlich gezwungen war, entweder sich als Dienstmädchen bei ihrer Stiefmutter auszugeben und aufs Land mitzukommen, um da tatsächlich für ihre eigene Familie schwer zu arbeiten. Oder sie landet auf der Straße oder sie wagt diesen Schritt und fährt ins Unbekannte. Sie hat sich jetzt für das Unbekannte entschieden, mit dem Gedanken, dass nichts schlimmer kommen kann als das, was sie bisher hatte. Und Donegan auf der anderen Seite vom Ozean hat sich jetzt überlegt, ja, entweder ein weiterer einsamer Winter, kalt, alleine, niemanden, mit dem man sprechen kann, oder doch diesen Schritt wagen und sich eine ihm noch komplett unbekannte Frau zu bestellen, um die dann zu heiraten. Was daraus jetzt wird, wie es weitergeht, wie das erste Kennenlernen, wie das erste Treffen wird, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr weiterhin dran bleibt. Also beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch jetzt Spaß gemacht. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Ich wünsche euch allen noch ein schönes restliches Wochenende. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!